Hallöchen, meine Lieben. Heute geht's um Melle Dumont, als die Zeit vom Himmel fiel. Ein wunder, wunder, wundervolles Cover, ein wundervoller Titel und eine noch viel schönere Geschichte. Mich hat diese Geschichte tatsächlich umgehauen und ich wusste sofort, als ich das Buch zugeklappt habe, das ist ein Jahreshighlight. Ich kann es gar nicht anders sagen, denn es ist definitiv eins und ich werde es im Herzen tragen. Ich kenne noch kein anderes Buch von Melle Dumont, aber ich weiß, ich werde noch andere von ihr entdecken, denn sie hat mich auf jeden Fall vollkommen überzeugt damit. Als die Zeit vom Himmel fiel, ist eine wundervolle Umschreibung für die Tatsache, dass Carla, unsere Protagonistin hier, Visionen hat. Sie nennt es Visionen, denn sie weiß gar nicht, was es sonst sein soll. Und zwar arbeitet sie an einer Tankstelle nach ihrem Abitur, um sich damit so ein bisschen was zu verdienen und alleine leben zu können. Allerdings hat sie noch keinen konkreten Plan von ihrer Zukunft. Sie arbeitet dort in verschiedenen Schichten, unter anderem eben auch in der Nachtschicht alleine. Das heißt, da kann es durchaus mal passieren, dass auch die Tankstelle überfallen wird. Und das sieht sie. Das heißt, ein maskierter Mann steht vor ihr mit einer Waffe. Sie erschrickt natürlich und drückt den Notknopf. Das heißt, die Tankstelle wird verriegelt, die Polizei taucht auf und ihre Chefin wird aus dem Bett geklingelt. Alle stehen da und wissen gar nicht, was sie noch sagen sollen, denn es ist gar nichts passiert. Das heißt, Carla hat gesehen, dass ein maskierter Mann steht mit einer Waffe und sie bedroht, doch eigentlich ist er nie aufgetaucht. Wie das Ganze funktioniert, versteht sie nicht und wundert sich dann noch mehr, als das Ganze nochmal passiert. Sie sieht einen Mann, der diesmal nicht maskiert ist und der eine Frau wirkt vor ihren Augen. Natürlich drückt sie wieder den Notknopf und die Polizei steht wieder da, die Chefin, durchaus verärgert, steht wieder vor ihr und beschimpft sie, dass sie jetzt ganz viele Ausgaben hat wegen dem Einsatz, aber es gibt keinen Täter und es gibt nicht diejenigen, die sie dort beschreibt oder gesehen haben mag. Kurze Zeit später wird sie von einer Firma an bzw. abgeworben, die in München sitzt. Diese Firma sorgt dafür, dass alles gemacht wird, dass ihr Umzug gemacht wird, dass sie eine Wohnung dort hat und dass es ihr gut geht. Da Carla keine großen Pläne für die Zukunft hat, nimmt sie das Ganze an und zieht somit nach München. Sie tut sich deswegen auch eher leicht, weil dort eine Freundin, Samira, schon wohnt und sie sich natürlich oft mit ihr dort mehr Zeit zu verbringen. Zu ihrem Abschied, zu ihrer Abschiedsfeier, die die Eltern von Carla geplant haben, sind dann verschiedene eingeladen, unter anderem auch ihre ehemaligen Kollegen aus der Tankstelle. Da taucht dann plötzlich auch noch ein anderer Kerl auf, der Jakob heißt. Und Jakob erscheint ihr auf den ersten Blick anders und besonders. Wie soll es auch anders sein? Und der scheint sie zu kennen, obwohl Carla ihn nicht kennt. Und er scheint ein besonderes Interesse an ihr zu haben und schenkt ihr auch direkt seine Armbanduhr. Sie soll auf die Zeit achten, sagt er ihr, und stellt die Uhr dann richtig, als sie feststellt, dass die Datumsanzeige ganz falsch ist. Und dann stellt er sie ihr richtig ein und seitdem hat sie diese Uhr von Jakob. Jakob erzählt ihr auch, dass er in Hamburg wohnt und dort für die Firma seines Vaters arbeitet. Und dementsprechend ist eigentlich ein Wiedersehen und eine nähere Bekanntschaft eher ausgeschlossen. Überrumpelt und auch von der Tatsache, dass sie gar nicht weiß, was soll sie denn in dieser Firma machen. Denn diese Firma handelt mit Aktien. Und sie hat davon ja keine Ahnung. Sie hat es nie gelernt, sie hat es nicht studiert. Woher soll sie wissen, wie das Ganze funktioniert? Dennoch scheint ihr Arbeitgeber da keinerlei Zweifel zu haben, dass sie dort gut reinpasst und angelernt wird. Jakob macht sich eher rar und genau das bringt dann Carla dazu, das Angebot anzunehmen und ein Probetraining mit Dennis zu machen in der Kampfsportschule in München. Der Kampfsport, den sie dann macht, ist durchaus anstrengend und sie weiß gar nicht genau, wie sie es schaffen soll und ob ihr das wirklich gefällt und Spaß macht. Allerdings merkt sie, dass dieser körperliche Akt des Auspowerns ihr gut tut und deswegen nimmt sie dieses Angebot an. Sie lernt recht schnell, dass sie nicht die Einzige ist, die diese Visionen hat. Recht viel mehr möchte ich gar nicht verraten, denn das war schon ziemlich viel, was ich verraten habe. Und ich möchte euch nicht alles vorwegnehmen, denn dieses Buch ist so wundervoll, man sollte sich davon einfach überraschen lassen. Wir erfahren zusammen mit Carla immer mal wieder etwas und wir bekommen eine neue Erkenntnis und wir können manche Dinge verstehen im Rückblick. Und wir meinen dann, ach, jetzt wissen wir schon ziemlich viel und 20 Seiten später merken wir, oh, das wussten wir auch noch nicht. Und das macht es ja nochmal offensichtlicher und klarer und verständlicher. Also ich finde, es ist ein herrliches Buch, das genau im richtigen Maß die richtigen Informationen liefert und das Richtige einfach dem Leser gibt und damit auch weitergibt, was nicht alles sein kann zwischen Himmel und Erde und wie das so abläuft, eben genau in dieser Geschichte. Und
Ich habe mich gefühlt, als wäre ich immer dabei, als wäre ich immer mit Carla in diesem Büro oder wäre in dieser Kampfsportschule oder wäre mit im englischen Garten oder würde das Karamelleis mit ihr zusammen essen. Also es war greifbar, es war richtig, richtig toll und ich bin einfach jetzt begeisterter Fan von Mella Dumont und ich hoffe, sie schreibt noch ganz viele Bücher in der Richtung. Ich werde mich auf jeden Fall nach ihren Mondbüchern umsehen. Wie gesagt, ich hatte von vornherein schon den Eindruck von der Leseprobe her. Also gebt Leseproben auch mal eine Chance. Ich bin jemand, der das generell selten tut. Deswegen freut es mich umso sehr, dass es in diesem Fall genau das Richtige war, genau die richtige Entscheidung war. Und auch wenn das Buch dann auch schon wieder ein paar Tage, Wochen bei mir stand, ungelesen, ich nicht sofort dazu gegriffen habe. Es war jetzt genau der richtige Moment. Ich habe ins Regal geschaut, habe hingegriffen und ich hatte dieses Buch in der Hand und wusste, genau jetzt ist die richtige Zeit, um genau dieses Buch zu lesen. Und es hat einfach so perfekt gepasst. Lasst euch also auch mal von eurem Herz leiten, nicht nur von dem, was euch eure eigene Leseliste vielleicht vorgibt, was ihr lesen solltet, sondern nehmt ruhig auch mal das Buch in die Hand, das ihr jetzt dann lesen wollt. Schadet überhaupt nichts, sondern nehmt euch die Ruhe, die Gelassenheit, die Zeit, genau das Buch auszuwählen, das für den Moment passt und das ihr dann umso mehr genießen könnt, denn je mehr ihr euch darauf einlassen könnt, desto mehr kann euch dieses Buch packen und desto mehr kann euch dieses Buch geben. Damit wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit und schaut doch mal in dieses Buch rein. Ich habe auch den Eindruck, eine sehr liebenswerte Person, diese Mella Dumont, jedenfalls auf Instagram. Und deswegen ein absoluter Buchtipp von mir. Ihr werdet es garantiert in den Highlights von 2017 nochmal sehen. Und ich bin gespannt, was mir auf dem Weg bis ganz zum Ende des Jahres noch so begegnet und wer es da vielleicht auch noch auf so eine Highlight-Liste schafft. Wenn ihr es schon gelesen habt, würde es mich sehr, sehr freuen, wie ihr das ganze Buch empfunden habt. Denn ich weiß bisher noch von niemandem, der es gelesen hat und würde mich gerne noch ein bisschen austauschen darüber. Falls ihr ein ähnliches Buch vielleicht zur Hand habt und wisst, das könnte genauso in die gleiche Richtung gehen, empfehlt es mir gerne. Ich gucke es mir gerne mal an und damit wünsche ich euch dann eine schöne Zeit noch. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder und lest viele gute Bücher. Tschüss!